Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen Raft. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mein Freund ist der Meinung, man muss es Raft aussprechen. Ich bin der Meinung, man muss es Raft aussprechen, so wie bei Minecraft oder, keine Ahnung, Craft, irgendwas mit Craft. Ich würde sagen, das wird Raft ausgesprochen. Wenn es nicht der Fall ist, dann heißt es halt Raft oder Rift oder Roft oder Ruft. Auf jeden Fall, wir spielen ein neues Spiel hier. Das ist dieses Survival-Spiel, was ich euch im letzten oder besser gesagt in mehreren Green Hell Bars schon geschwärmt habe, versprochen habe. Mir gefällt es soweit sehr gut. Ich habe es noch nicht getestet, überhaupt noch nichts. Ich habe noch. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eine kleine Probeaufnahme, indem ich hier die Einstellungen angepasst habe und grafisch, da ist meine Grafikkarte jetzt hier erlaubt, alles so gut es geht, auf hier auf extrem und fantastisch und weich und hoch und bipapo gestellt habe. Also das ist alles, was ich gemacht habe. Ansonsten haben wir noch nichts getan, also ich habe noch nichts getan. Und ja, um was geht's hier eigentlich? Wie ihr seht, wir treiben auf dem großen, weiten Ozean, weil für ein Meer scheint es dann doch zu groß zu sein, auf einem scheinbar selbst gebauten Floß. Jo. Da ich alleine zocke, haben wir keinen Multiplayer. Man kann das Spiel zu zweit spielen, was ich gesehen habe. Dann würde man hier entweder die Dame spielen oder hier bei Charakter kann man ja auswählen. Wie nennt sich das? Rui? Rui? Ich hoffe, ich sage das richtig. Den Burschen hier, ne? Wenn man zu zweit spielt, spielt man eben beide Figuren und so weiter. Wir sind die Maya. Ich müsste jetzt eigentlich Biene Maya, ne? Schon gut. Nein, Zockerbraut werden wir lassen. Also Maya Zockerbraut ist diese hübsche Dame hier, die wir spielen werden. Ja, Frauenbauer, ihr kennt es mich ja, ne? Wenn es möglich ist, immer Frauenbauer. Und da wir nur den Nachnamen quasi eingeben können, heißt sie halt Zockerbraut. Sollte Maya aus irgendeinem Grund der Nachname sein, was ich nicht glaube. Charaktername. Charakter Maya. Ach so. Ich verstehe schon. Ich glaube, Maya dürfte in dem Fall jetzt nicht der Vorname zwingend sein. Wir dürfen scheinbar schon unseren Namen wählen. Aha. Ist wurscht, wir lassen es gleich bei Zockerbraut. Warum nicht? Kann ja mal was Ausgefallenes sein, passt doch eh. Es ist keine Menschenseele hier, die uns auslachen könnte, deswegen passt. Lassen wir es bei Zockerbraut. Also, Maya Zockerbraut, die Gute hier. Ihr seht schon, wir können unser Floß gestalten, wie es ausschaut. Wir können hier kleine Saatkisten machen, Einrichtungsgegenstände, angeblich. Was ich so gesehen habe, kann man auch, wenn man Farbe kriegt, unser Boot anmalen hier, also unser Floß. Ich sage immer Boot. Und es gibt natürlich auch Gefahren. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn, wie immer. Würde ich sagen, wir betreten eine neue Welt. Okay, da kann man was einstellen. Den Schwierigkeitsgrad. Neue Welt erschaffen, okay. Was geht bei Kreativ? Unbegrenzte Vorräte und Gesundheit, sodass du dich weniger auf das Überleben und mehr auf das Bauen konzentrieren kannst. Das ist langweilig, oder? Dein Weltname. Aha, da kann man noch das auch eingeben. Okay, dann schauen wir das nachher. Ich dachte, das wäre schon mit dem Charakter festgeschrieben. Also, egal. Also friedlich, eine etwas entspanntere Version von Raft, in der Gegner keine Gefahr darstellen. Na, das ist zu langweilig. Einfach. Hunger und Durst können einfacher erhalten werden. Inventar geht nach dem Wiederbeleben nicht verloren. Ui. Normal. Durchschnittliche Geschwindigkeit für den durchschnittlichen Spieler und hart. Hart wie Kruppstahl. Du kannst nicht ohne die Hilfe eines Freundes wiederbelebt werden. Also hin ist hin. Ich wäre für normal, ganz ehrlich. Ich bin ja nur ein durchschnittlicher Spieler, also glaube ich, das ist schon okay. Friendly Fire. Freunde erlauben beizutreten. Ja, wenn ich welche hätte, könnte man das machen. Da wir kein, also wir haben eigentlich keinen Begleiter, merke ich gerade genau.
Merke ich gerade. Ich habe ja keinen Freund, der mit uns mitspielt, also glaube ich jetzt nicht, dass ich das hier aktivieren muss. Ich probiere es mal ohne. Also, Weltenname. Gut, nachdem uns das jetzt aussuchen dürfen, kann ich mir Zockerbraut quasi, ja, aus die Haare schmieren. In die Haare schmieren. Egal. Was nehmen wir denn da für Namen? Nehmen wir wieder den klassischen. Alexis. Probieren wir mal, ob es überhaupt geht. Ich würde sagen, Welt erschaffen. Es lädt. Okay, soweit, so gut. Oh, ich bin gespannt. Es hat sehr gute Bewertungen bekommen. Das Spiel existiert schon seit Mai 2018. Und wenn es bis jetzt haben wir Anfang Februar 2019, wenn es nach wie vor super Bewertungen hat, muss das Spiel was können. So, gut, wir sind hier auf dem Flößchen. Wow, was ist das? Man kann hier irgendwie werfen, was ich weiß. Wow. Und man kann auch runterfallen. Gut, sehr gut. Unser Floß ist. Das ist alles? Wir haben nichts? Okay. Ich muss üben und lernen. Ach du Heilige. Ich probiere mal, ob man das Ding dahin. Okay, länger halten vielleicht? Ah, jetzt schmeißt sie. Okay, das ist, glaube ich, schon zu weit weg. Okay, das ist wie so Fischen. Ich sehe, glaube ich, da hinten einen Haifisch. Hui, okay. Ja, das ist zu weit weg, eindeutig. Ah, wir haben hier ein Holz bekommen. Kann man damit was anfangen? Auf jeden Fall, Haifische sind sehr gefährlich. Okay, das muss ich üben. Haifische sind sehr gefährlich, wollte ich sagen. Und das mit dem Sachen fangen kann ich noch nicht so gut. Yay! Hui! Ja? Was haben wir denn da Feines? Ein Blatt. Ah, wir haben die Items. Okay, ich sehe schon. Und was machen wir jetzt damit? Steinaxt? Aha, okay, da sehen wir, was wir brauchen zum Halt. Was war da? Habe ich jetzt das Fass? Oh Gott. Ich häng da fest. Ah, jetzt geht's. Mit der rechten Maustaste übrigens, whoop, kann man die Sachen wieder. Ah, das sollte ich nicht machen. Kann man die Dinge wieder resetten? Hi, Fisch! Alter, ich will da raus. Alter, au! Ja, das klappt super. Ich bin der volle Profi. Wasser. Marge Simpson. So, jetzt haben wir. Zwei Sachen. Jawohl. Zwei Sachen zum Preis von einem. Dann nehmen wir auch noch die Plattel mit, wenn es geht. Okay, oder auch nicht. Hey, ich bräuchte da mal ein Wasser oder so. Das wird lustig. Ich sehe jetzt schon, dass wir sterben werden. Geilo. So. Ich habe auch keine Ahnung. Da wäre Wasser. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mal. Nein. Dafür noch ein Blatt. Hui. Komm, komm. Ach. Wieso verreist das denn so? Yes. Ich fange schon an wie bei Green Hell. Yes. Yes. So. Nochmal. Hui. Okay, wenn man. Oh, Haifisch, Haifisch. Das nehmen wir mit. Hui. Nein. Alter, wieso verreist denn das so? Hopp. Jetzt haben wir es. Yes. Jawohl. So, was machen wir denn damit? Der ist leer? Herstellen Plastikhaken. Eine Angelrute. Plastikhaken, den haben wir ja noch. Den brauchen wir streng gesehen noch nicht herstellen. Holz, yes. Sehr gut. So, was hätten wir noch? Da wären noch mehr Blätter. Da ist noch mehr Kanisterzeug. Jawohl. Das klappt ja schon. Ups, das war für nix. So, und hier nochmal.
Ah, das war Fail. Jetzt. Nein! So ungestüm. Schau. Voll epic Fail. Ja, das muss man noch lernen. Das muss ich noch definitiv lernen. Scheiße. Swoop. Schau. Oh, hier. Das nehmen wir so mit, glaube ich. Das geht. Das Fassel hätte ich aber gern. Jawohl. So, das schwimmt auch bei uns vorbei. Das nehmen wir auch mit. Das muss ich noch definitiv lernen. Wie man. Ui, eine Insel. Wie man hier das noch optimieren kann. Yes. Ah, das war für nix. Da drüben vielleicht. Schwupp. Was? Hey du! Wie kann ich denn jetzt hauen? Alter! Gut, das wird jetzt knapp. Wie kann ich denn hauen? Mit was eigentlich? Ich habe eigentlich nichts. Ja. Ich hoffe, dass wir direkt dahin steuern. Ta, Hammers. Jawohl. So langsam kriegen wir hier Übung. Ja, die zwei Kanister. Super. Kann man sich, muss man sich dann an der Insel da festhalten, dass man darüber gezogen wird? Das ist Schwachsinn, oder? Was haben wir hier bekommen? Rübe. Klappt das so? Ich glaube, das klappt so. Tatsächlich. So. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt schwimmt unser Floß weg, oder wie? Tatsächlich. Okay. Aber wir können Sachen aufheben. Und jetzt, ne? Jetzt haben wir gar nichts mehr. Was machen wir jetzt? Oder was können wir jetzt machen? Mau? Jetzt müssen wir hier sterben. Kann man hier hochklettern eigentlich? Sämlinge haben wir auch bekommen, okay. Das ist mega interessant eigentlich. Kann man hier ganz hoch? Okay, das geht echt. Man kann scheinbar hüpfen und dann kann man hier hoch oder so. Okay, und jetzt, ha? Können wir jetzt was bauen? Die Steinaxt geht immer noch nicht, da wir keine Steine haben. Wahrscheinlich müssen wir tauchen vom Meeresgrund oder so, dass wir hier Steine kriegen. Kann das sein? Kann man was anderes herstellen? Battle. Ah, das Battle wäre wahrscheinlich hilfreich gewesen. Ich würde sagen, das stellen wir mal her. Haiköder. Holzspeer. Ein Seil. Aha, da kann man Seil herstellen und dann haben wir ein Holzspeer. Super. Damit haben wir schon mal eine Waffe. Dann, was noch? Was geht noch? Einfaches Bett. Forschungstisch. Kleines Lager. Steinaxt. Plastikhaken. Okay, Taucherzeug. Ausrüstung. Aha, da geht noch nichts. Ressourcen. Nagelseil. Nasser Ziegel. Ein Kalender. Ablagen. Okay. Und hier, Wurfanker. So was hätte ich gebraucht. Planken, Seil und Steine. Okay, Segel. Wimpfel, okay. Eine leere Tasse. Kann mit Wasser gefüllt werden, okay. Einfacher Grill. Kleine Anbaufläche.
Okay. Aha. Okay, ich nehme jetzt mal stark an, das war jetzt nicht so klug von mir. Hoppala. Genauso wie das hier. Ups. Swoop. Weil ich glaube, wir kommen da jetzt so ohne weiteres gar nicht mehr weg, ha? Schwupp. Vielleicht müssten wir wirklich mal auf Tauchstation gehen. Dann rüsten wir mal den Speer aus, sicherheitshalber. Flutsch und tauchen wir mal eine Runde, oder? Hier hätten wir zum Beispiel Steine. Ah, ich verstehe schon. Oder geht das nicht? Okay, der Sauerstoff ist fast vorüber. Schnell hoch. Da komme ich jetzt nicht zurecht mit. Hä? Ah, oben bleiben. Okay. Aha, oben bleiben. Okay, Schrott haben wir hier. Okay, wir sollten wieder auftauchen. Aber nach wie vor keine Steine. Das ist komisch. Und nochmal. Da haben wir was. Was zum Teufel? Hä? Au! Was war denn das jetzt gerade? Au, Haifisch! Alter, du Saufiech! Komme ich jetzt wieder an Land? Wo bin ich hier überhaupt? Hä, wo ist die Insel hin? Hilfe! Au! Ich werde sterben. Okay. Wo ist die Insel hin? Okay. Welt gespeichert. Was machen wir, wenn ich hier drücke? Warten auf Rettung. Da kann ich lange warten. Aufgeben und wiederbeleben. Hä? Kunststoff. Okay. Ah, da haben wir was. Unser Floß. Wie cool. Bleibst du mal hier? Alter. So, na bitte. Wenn ich okay, alles ist weg. Okay, das Ganze ist schon schwieriger als gedacht. Okay. Ich habe überhaupt keinen Plan. Von unserem Floß ist auch nichts mehr übrig. Ja, ja. Was kann man jetzt eigentlich damit machen? Mit der Planke. Nix. Ich muss jetzt warten, bis wir irgendwie was Vernünftiges hier kriegen. Alter. Gut, das ist schon schön schwer. Muss man echt sagen. Das ist richtig schwer. Komm her, Kanister. Feiner Kanister. Kann man jetzt schon dieses... Ja. Sehr gut. Wenigstens irgendwas. Hoppala. Oh, das kann ich jetzt selber nehmen eigentlich. Halt! Oder auch nicht. Was ich mich frage... Wie kann man sein Floß jetzt ausbauen? Ja, ja, mach's nur hin. Super! Hab ich jetzt... Au! Jetzt bestelle ich schon wieder, oder was, ne? Der hat mir jetzt das ganze Floß ruiniert, oder was? Der hat mir jetzt drei Stücke weggefressen vom ganzen Floß. Hä? Was ist das für ein Dreck? Okay.
Ja, es ist schon gut. Hauptmenü. Ja, bitte. Was ist das? Alter, ich möchte mein Floß ausbauen. Hä? Probieren wir es nochmal. Das ist halt, wenn man lernt, ne? So, wenn man. Ihr Name. Ach so. Ich verstehe. Weltladen. Oder wie? Okay. Und jetzt? Sind jetzt wieder auf unserem Floß oder ist da jetzt wieder was anders? Ich bin verwirrt. Ich bin ja verwirrt. Komm, mach weiter. Ich will vom Hai gefressen werden. Geh mal. Tatsächlich. Okay, das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Okay, Hauptmenü nochmal. Das ist echt komisch. Das heißt, unsere Welt ist jetzt eigentlich komplett ruiniert. Das heißt, die können wir jetzt total löschen. Okay. Neue Welt? Okay, das ist interessant. So. Das ist jetzt richtig interessant. Das heißt, es speichert immer automatisch mit, oder wie? Und jeden Kack, den ich mache, ist Minus für uns. Das heißt, ich kann erst dann auf eine Insel, wenn ich dieses Ding hier habe, um das Floß festzumachen, ne? Logischerweise. Ach komm. Jawohl. Ja, okay. Ja, wenn das dann so ist, ne? Ja, das ist noch zu weit weg. Das ist, ja, ein bisschen ungut. Aber was soll man machen? So ist halt das Spiel. La 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 la. Überleben ist halt nicht leicht. Ja, sag einmal. Das kann jetzt aber nett sein. Jawohl, zwei Sachen. Drei Sachen. Cool. Fall ich schon runter? Noch nicht. Blätter sind hier drüben. Das werde ich nicht mehr erreichen wahrscheinlich. Doch. So. Können wir denn schon irgendwas Gescheites bauen? Holzspeer. Na, geht noch nix. Ein Blatterl. Zack. Ein Plastik. Aber wenigstens geht das schon mal nicht so schlecht, ne? Wahrscheinlich brauchen wir erstmal einen Hammer. Und dann erst, wenn wir einen Hammer haben, wäre halt logisch, ne? Dann können wir höchstwahrscheinlich. Super, habe ich das gemacht? Dann können wir wahrscheinlich erst das Floß ausbauen, ne? Ja. So. Ja, ich kann das. Ich kann das. Ich sei ein Profi. Ja. Spitzenprofi. So. Jetzt haben wir es. Ein bisschen Holz. Da wäre noch Holz. Ich will das Holz haben. Ach, komm. Naja, wenigstens so. So. Aha, jetzt nimmt man nur das mit und nicht das Holz. Ist eh logisch. Logisch, Mann. Okay, cool. Mehr Holz. Passt. Wieder dieser dreckige Haifisch. Ich will nämlich diesen Holzspeer unbedingt machen. Ach so, kann man Seil? Und aus was wird Seil gemacht eigentlich? Palmblätter, alles klar.
Schwupp. Jawohl. Jawohl. Super. Noch ein Seil und herstellen. Super geil. Jetzt haben wir, können wir uns wenigstens schon einmal ein bisschen retten. Haiköder, Angelrute wäre auch cool. Planke und Seil. Okay. Oh. Jawohl. Jawohl. Ich mache mich gleich mal bereit, falls der Kribbel. Na, er lässt uns noch in Ruhe. Dann darf er weiterleben. Ach, das war super. Das ist wieder Epic Fail. Ja! Sehr nice. So, wieder bereit machen. Okay, da gibt man Ruhe. Er gibt Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. La 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 la. Jawohl! Gerade so noch. Und schwupp. Yes. Und schwupp. Ui, da war, glaube ich, einiges Brauchbares dabei. Ein Fässchen für uns. La 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 la. La la. Ach, das war schön. Wow. Wo ist er? Du Kerl. Nein. Zack. 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 Lass mein Schiff in Ruhe. Mist Fink. So, wir brauchen Bauhammer. Den stellen wir her. Wenn wir jetzt was ins Inventar legen. Rote Rübe. Schrott. Was haben wir denn da? Was ist das? Stein. Und? Was? Halt, halt. Die Fesseln. Die Fasseln sind super. Die sind echt was wert. Ui, Musik. Super gemacht, Zocki. Super. Da gibt's nix. Das ist absolute Profiarbeit. Ja, genau wie das. Na, willst du wieder ein Häppchen? Du Mistkerl. Wie weit... Was... Was soll man drücken? Ah! Und jetzt kann man was bauen, oder wie? Steine bräuchte ich noch mehr. Aha! Nägel, Seil, nasser Ziegel. Kann zum Trocknen auf das Floß gelegt werden. Hm. Ablage. Und wenn ich jetzt möchte, dass ich mein Floß erweitere... Haiköder beschäftigt den Hai. Hohe Seebrasse. Ah, da wäre Fisch. Aha, wow. Ah, ich kann was bauen jetzt. Ah, okay. Super. Na bitte. Ah, hierfür reicht es nicht mehr. Okay, aha. Mit dem Hammer geht das automatisch. Das ist super. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. So, wir haben auch zwei Rüben. Das ist hervorragend. So. Okidoki. Na gut, schon langsam kommen wir ja dahinter. Oh. So. Die Blätter hätte ich gern. Yes. Super. Da wäre noch ein Blatt. Das brauchen wir auch für Seile und so, ne? Das Fässchen wäre natürlich ein Träumchen. Das war zu kurz, ne? Ja, ja. Nein! Yes! Nice, nice! Das war... Jawohl, Glück gehabt. So. Da vorne wird dann wieder ein Fass. So.
So. So, was könnten wir denn dann schon mal bauen, langsam? Etwas für unsere roten Rüben vielleicht? Hoppala. Das wäre auch schön. Ja, wenigstens eine Planke bekommen. Das möchte ich haben. Ach, scheißlich. Zack. Okay, das wird nichts. Wenigstens das Blatt. Ja, wenigstens ein Blatt. Super. Ein Battle. Das können wir auch herstellen. Okay. Heiköter geht noch nicht. Angerute, da fehlt uns noch Seil und so weiter. Und Planken und so weiter. Und ja, super gemacht. Okay. Supi. Das ist wieder der lästige Haifisch. Das kriege ich auch nicht, ist eh klar. So. Der wartet halt schon immer auf sein leckeres Mittagessen. Uns nämlich. Ich hoffe nur, da wird nichts draus. Jawohl. Immer her mit dem guten Plastik. Das Fassel hätte ich gern. Das wird zu kurz gewesen sein. Ja, na doch nicht. Glück gehabt. Nice. Ah, da ist noch eins. Hui, hoffentlich kriege ich das noch. Jawohl. Super. So. Können wir schon wieder was Vernünftiges basteln? Okay. Wo bist du? Wow. So. Dann brauchen wir wieder mal unseren Hammer. Puh. Okay. Das geht natürlich noch nicht. Geht die Angel schon? Jawohl. Die Angel geht auch schon. Das ist hervorragend. Geht die schon? Nein, weil es fehlen Seile und Planken. Okay. Was mache ich da? So. So. Naja, wenigstens ein bisschen Plastik bekommen. Nichts bekommen. Super. Planke, komm her. Super, super. La 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 la. Ui. Yes. Ein bisschen was. Plastik. Halt, komm her. Ja, du auch. Jawohl. Und hier noch was. Okay, der Part wäre auch zu Ende. Ihr Lieben, das war's für heute. Wir haben schon erfolgreich gefailt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ein Pause-Dings gibt es hier natürlich auch nicht, ist eh klar. Wir haben erfolgreich gefailt. Hervorragend war das. Und ich hoffe aber, dass wir das Spiel hier weiterhin, also dass wir das Spiel überhaupt bestehen können, überleben können. Es ist schon irgendwie cool, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es schon recht cool. Und vor allem diesen Wurfanker. Lässt dich dein Floß ankern, kann nur einmal verwendet werden. Das wäre halt echt nice. Wenn wir das nächste Mal bei irgendeiner tollen Insel ankommen, dass unser Floß nicht wegschwimmt. Das wäre halt wirklich mega cool. Halt. So. Halt. Brauchen wir eigentlich nicht. Warte. Ui. Geht's hier aus. Super. Naja, gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Boah, ist das schön. Tschüssi!